Hallo und herzlich willkommen zu Konfi allein zu Haus. Nein, Konfi zu Haus. Ich hoffe ja nicht, dass ihr allein seid. Ich wollte heute ganz gerne mal mit meinen Konfis und von mir aus gerne mit allen Konfis aus Oberhausen oder wo auch immer mal ganz kurz über das Vaterunser sprechen. Heißt immer, muss man auswendig lernen. Braucht man eigentlich gar nicht, wenn man regelmäßig mit uns Gottesdienst feiert. Learning by doing. Nichtsdestotrotz, ich könnte euch jetzt aus der Bibel vorlesen. Da steht das nämlich auch drin. Matthäus 6 findest du mitten in der Bergpredigt, wo Jesus übers Beten erzählt. Also wenn jemand wissen will, was Jesus gedacht, getan, gesagt hat, dann lohnt sich auf jeden Fall Matthäus Kapitel 5 bis 7 zu lesen. Das ist die Bergpredigt. Was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Und da mittendrin das Vaterunser. Ein klein wenig anders, als wir das aus den Gottesdiensten kennen. Kurzer Vorschlag, wie man sich das Ganze merken kann. Und zwar mithilfe dieser Formel 1, 3, 3, 1. Das ist keine Aufstellung wie beim Mannschaftssport. Ja, also Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Merkt man auch schon. Würde auch nicht passen beim Fußball, beim Handball nicht und beim Volleyball auch nicht. Aber es passt fürs Vaterunser. 1, 3, 3, 1. Und zwar verbirgt sich dahinter die Überschrift, erster Teil, zweiter Teil, Schluss. Okay. Und zwar, ja, Vater unser im Himmel. So geht's los. Das ist die Überschrift. Und dann haben wir drei Gebete oder drei Bitten mit der Überschrift Du. Dein Name werde geheiligt. Ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht immer um Gott, um dich, um den da oben oder in uns drin, wie auch immer. Die anderen drei Bitten handeln vom Wir, wie wir miteinander umgehen sollen, ja? Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, also wie Gott mit uns umzugehen hat, nicht wie wir untereinander, aber dass wir einander vielleicht auch mal vergeben sollten, das würde so manchen kleinen Krieg bei uns beenden. So, drei Bitten, wo wir Gott um etwas bitten, oder wo wir Gott etwas Gutes tun, dich loben und preisen und anbeten. Und drei Bitten, in denen wir Gott bitten, dass er was für uns tut. Lustigerweise finden sich die drei Du-Bitten in der Abkürzung NRW. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und was bei den drei Wir bitten, wie eine Betriebssportgemeinschaft oder wie ein Betriebssportverein aussieht, BSV, dahinter verbirgt sich nichts anderes als die Abkürzung für unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann kommt natürlich nochmal der Schluss, den findest du eigentlich gar nicht ursprünglich in der Bergpredigt, die ist nachträglich dazu gesetzt worden. Wahrscheinlich, weil die Menschen schon früher das Vaterunser schon gern im Gottesdienst gebetet haben, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das Amen, denken wir uns, beziehungsweise wäre schön, wenn ihr das dann sprecht. Warum ist das so wichtig? Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann kannst du dir diese Worte ausleihen. Und die haben Menschen schon vor 2000 Jahren gebetet und die beten Menschen in der ganzen Welt, in allen Sprachen. Das Gebet verbindet uns weltweit. Und deswegen kann ich auch sagen, bist du nie allein. Ja, das zum Vater Unser 1331. Also wer möchte, kann das vielleicht mit der Methode nochmal versuchen, gerade in der gottesdienstlosen Zeit auch mitzusprechen, wenn abends um 7 Uhr die Glocken läuten. Du kannst eine Kerze reinstellen. Evangelische und katholische in Oberhausen machen das. Und du kannst natürlich unseren YouTube-Kanal Evangelische Kirche in Oberhausen abonnieren. Du kannst ein Like unter das Video setzen und uns weiterempfehlen und weiter verlinken. Bis bald!